Genau. Und da habe ich dann eine Gegendarstellung eingeholt von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, sozusagen das Expertengremium dafür, die ganz klar gesagt haben, alle Studien zeigen, Alkohol wird im Wesentlichen aufgrund der Wirkung getrunken. Und auch die Werbestrategien der Alkoholindustrie zielen ja immer darauf ab, die schönen Wirkungen sozusagen hervorzurufen, also Gemeinschaftsgefühle und Euphorie und was weiß ich nicht. Der Geschmack, der wird ja eher versucht, sogar, den versucht man ja zu übertünchen. Sowohl mit Werbeaussagen, ja, das schmeckt mild oder light oder so, ja, oder auch wirklich tatsächlich, indem man da Zuckerlösungen und Geschmackskorrigenzien reinsetzt, um zum Beispiel Jugendliche zum Alkoholkonsum zu bewegen, wird eben ja diese Alkoholbox zum Beispiel designt. Ja. Und auf der anderen Seite alkoholfreie Biere oder Weine und was es nicht so alles gibt, haben auf dem Markt ja fast nur eine minimale Position. Ja. Also was alles da, darauf hindeutet und ein Indiz ist und Beweis dafür ist, dass es nicht wegen des Geschmacks konsumiert wird, ja, sondern wegen der Wirkung. Ja. Aber auch das Landgericht schreibt dann wieder in seinem Urteil rein, auch Alkohol wird überwiegend lizenziert für den Geschmack. Also man rennt so gegen Wände. Auch wieder resistent bisher. Ja, genau. Woher wissen die eigentlich, dass das alles so ein Horrortreff ist? Ja? Woher weiß das das Landgericht eigentlich? Ja? Und die wissen das, weil ein Spiegelartikel erschienen ist. Ja? Und da gab es dann einen Konsumenten, und der beschreibt eben die Wirkung, ja, dass es sich der Ausflug in die Unterwelt gegangen, überraschend und war heftig. Nach ein paar Zügen einer Pfeife ging der Horrortrip los. Etwas zog Mario nach unten, aber er brachte nur ein Lallen über die Lippen. Er glitt aus dem Körper heraus, in Panik klammerte er sich an die Couch und plötzlich ein Zahnrad aussah. Mario dachte nach. Es ist, wenn man stirbt. So. Wenn man stirbt. Das, diesen Satz aus dem Spiegel, na, okay, den hat der Richter eben gehabt, na, und hat er dann verlesen im Gerichtssaal und hat mich und meinen Gegengutachter dazu befragt, ob denn das denn so sein könnte. Darüber haben wir uns ja noch sehr gestritten. Also ich habe natürlich, ich kann das natürlich nicht vollkommen ausschließen, aber also habe ich das relativiert. Ja? Und der Gegengutachter in der zweiten Instanz, Professor Kauert, der fand, das ist genau das, was der Salvia-Wirkung wohl offensichtlich am nächsten kommt. Ja? Und dieser Satz steht auch so im Urteil eben hier drin. Ja? Also alle wissenschaftlichen Publikationen, die es dazu gibt, hat das Gericht beiseite geräumt und einen Satz aus dem Spiegel sozusagen nach vorne geräumt. Ja. Und dieser Mario, ja, den hat sich der Spiegelredakteur, den hat er sich wirklich aus so einem Salvia-Forum, gibt es ja, ja, so Salvia-Nauten treffen und über ihre Erfahrungen berichten, hat er sich auch so eingeklinkt und hat er sich rausgeholt, ja, hat ihn interviewt und dieser Mario hat dann in dem gleichen Forum ein paar Tage nach Erscheinen des Spiegelartikels gesagt, so hätten wir das nie gesagt. Ja, das hat ihn praktisch der Spiegelredakteur in den Mund gelegt. Aber es führt dann zu der Verurteilung, zu allen Vorurteilen, die das Gericht braucht, sozusagen, um eine Verurteilung herbeizuführen. Okay. Ja, machen wir weiter. Ja, das war dann mein Gegengutachter vom Landgericht, das war Professor Kauert, ja, das ist der Leiter des der Rechtsmedizinischen Zentrums da in Frankfurt. Also er konnte auch keine Unfälle oder Schadensfälle im Zusammenhang mit Salvia benennen. Aber das führte darauf zurück, dass es noch keine Analytik dafür gibt. Ja, also man weiß gar nicht, ob die Leute, die da bei ihm eingeliefert werden, vielleicht doch Salvia konsumiert haben. Und dann hat er irgendwas erzählt von, das fand ich auch geehrte, ja, von einem Ritualmord, den deutsche Touristen in Portugal begangen haben, nachdem sie irgendwelche Halluzinogene konsumiert hätten. Ja. Daraufhin
da, so hat er dann sozusagen die Gefährlichkeit konstruiert. Ja. Ich meine, er hätte den, als er von Ritualmord und deutschen Touristen in Portugal da berichtet hat, ja, hätte man das Gesicht der Schöffen sehen sollen. Das war zwar ein Hausfrau, sag ich mal. Völlig entsetzt. Ja. Okay, und das war's dann. Ja. Machen wir weiter. Okay, und hier fängt man halt nicht jetzt an, sozusagen in den Dreck zu ziehen. Ja, ich meine, ich bin derjenige, der versucht, mit Sachargumenten dagegen zu steuern. Ja, und ein sachliches Abgrenzungsverfahren zwischen Arzneimittel und Medikamenten zu bekommen. Und da versucht man mir eben alles Mögliche jetzt zu unterstellen. Also der sachliche Medikament sieht dagegen den Rausch nach dem Konsum von Salbei-Nahrung weniger eine Gefahr als ein Genuss für den Konsumenten, der sich bewusst und gewollt in diesen Rauschzustand versetze und so seine Freiheitsrechte ausübe. Okay, kann ich im Prinzip erstmal gar nichts gegen sagen. Ja. Wobei ich hier nicht meinen Schwerpunkt auf Freiheitsrechte gelegt habe und auf ein formales Abgrenzungsverfahren und auf ein wissenschaftliches Bewertungsverfahren. Ihre unterschiedliche Einstellung drückten die Sachverständigen nicht bei den Wirkungsweisen von Salbei-Nahrung, sondern bei der daraus zu ziehenden rechtlichen Folgen aus, während Professor Kauert die gegenwärtig diskutierte Aufnahme von Salbei-Nahrung auf die Listen im Anhang zum Betäubungsmittelgesetz uneingeschränkt befürwortete, steht der Sachverständige Harrach einer solchen Aufnahme kritisch gegenüber. Ja. Also der böse Harrach, ja, der will nicht, dass das noch ein Betäubungsmittelverzögerungsverfahren ist. Ja. Und also so versucht man nicht irgendwie in der Ecke zu trennen. Aus rechtlichen Gründen stufte er Harrach Salbei-Nahrung als Genussmittel ein. Diese von einer bestimmten Lebenseinstellung geprägte Rechtsauffassung aus seiner Ausführung zur tatsächlichen Wirkungsweise von Salbei-Nahrung nicht aus. Also der Richter hat natürlich ein Problem. Ich präsentiere wissenschaftliche Daten, ich übersetze wissenschaftliche Publikationen, ja, und ziehe daraus die richtigen Schlussfolgerungen. Und dann sagt er eben aus den richtigen Daten ziehe ich die falschen Schlussfolgerungen, weil ich bestimmte Lebenseinstellungen vertrete. Das ist eine Frechheit. Der Sachverständige vermochte unsoweit zwischen seinen tatsächlichen Feststellungen und den rechtlichen Wertungen zu differenzieren. Okay. Ich sehe das eigentlich eher als eine positive Aussage, weil es ja gerade sagt, du bist unbestechlich, trotz deiner liberalen Auffassung quasi. Also sie sagen ja damit, dass du nicht die Fakten verdrehst, sondern die Fakten schon so darstellst. Das Problem sehe ich eher damit, dass sie diese tatsächlichen Feststellungen ignorieren. Weniger mit diesem Satz, dass sie sagen, dass du die tatsächlichen Feststellungen und deine Wertungen trennen kannst. Ja, das ist einerseits richtig, ja, aber ich meine, man versucht schon, ja, hier mir eine Voreingenommenheit, wenn nicht sogar eine Befangenheit zu unterstellen. Ja. Die hätten Sie natürlich auch abklären können, prozessual. Man hätte die Gegenseite der Staatsanwälte hätte einen Befangenheitsantrag stellen können, ja, hat aber nicht gemacht. Die hätte ja auch begründen müssen. Und ja, die sagen eben, ich aus einer bestimmten Lebenseinstellung heraus behaupte ich, es sei ein Genussmittel. Ja. Und das ist wirklich eine Boshaftigkeit. Und ich finde es eine unglaubliche Vermutung. Ja. Weil nee, ich habe ja wirklich ein formales juristisches Abgrenzungsverfahren. Darauf bin ich hier noch gar nicht eingegangen. Vielleicht sprengt das nachher auch nicht im Rahmen, ich weiß es nicht. Vorgenommen. Ja. Und zwar wirklich korrekt, wie mir sogar die Bundesregierung mittlerweile bescheinigt hat. Ja. Denn die nach den völlig falschen Gesetzen sogar noch letztendlich noch geurteilt haben. Ja. Und wer nach den falschen Gesetzen urteilt, wendet natürlich auch falsche Bewertungskriterien, juristische Bewertungskriterien an. Ja. Und daher finde ich das wirklich schockierend. Ja. Aber okay. So,
Aber es kommt noch toller, es kommt noch toller. Ja. Und jetzt ist das Ganze ja vom der höchsten Instanz, vom Oberlandesgericht. Ja. Und auf einmal kommt Herr Körner, der Kommentator des Betäubungsmittelgesetzes, und der schreibt auch zum Arzneimittelgesetz in seinem Kommentar was an. Und der muss mich jetzt richtig so in den Dreck ziehen. Ja. Offensichtlich gibt das Verfahren möglicherweise auch schon ihn aus, ich weiß es nicht. Ja. Also wieso er jetzt so auf die Kacke haut, sag ich mal. Also er schreibt eben in einer Vorbemerkung zu seiner Gegenerklärung, die Revisionsbegründung ist in weiten Strecken eine Wiederholung des nicht überzeugenden Sachverständigengutachtens des Sachverständigen Tito Harrer in der Hauptverhandlung vor 8.2.2007. Tito Harrer verklärt und verharmlost, ähnlich wie früher, die Drogenpropheten Timothy Leary, Niklas Saunders und Israel Alexander M. Schalgen die Bewusstseins erweiternde Wirkung von Rauschdrucken des Blinds und deren Risiken. Ja. Das ist eine gute Gesellschaft. Ja, kann man so sehen. Ja. Aber ich meine, es zielt natürlich darauf ab, mich in den Dreck zu ziehen und mich zu herabzuwerfen. Ja, das ist unglaublich zu machen. Ja. Wobei, das ist völlig widersprüchlich, was er sagt. Später schreibt er, ich hätte ja gerade durch die Präsentation und Übersetzung der Studien die Gefährlichkeit herausgestellt. Ja. Hier behauptet er aber, ich sei blind für die Risiken. Ja. Also er ist schon in sich widersprüchlich und auch was er nachher juristisch schreibt, ist völlig daneben. Ja. Aber die haben juristisch und auch naturwissenschaftlich mir nichts entgegenzusetzen. Ja. Haben die nicht, ja. Außer wirklich ein Kannibalen und Kontergar und Crystal und alle Vorurteile, die man übertrogen hat, ja. Und dann kommen die so. Ja. Dann kommen die so. Ja. Wie kommen die denn auf das ähnlich wie früher? Hast du irgendwie schon in der Vergangenheit solche Sachen? Ja. Er verklärt und verharmlost ähnlich wie früher. Ja, weil früher kennen sie die Propheten. Also Timothy Leary kennen sie die Propheten. Er kennt früher die anderen Taten, die Drogenpropheten, die tut er es jetzt. Was ist eigentlich mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom Recht auf Rausch in Anführungszeichen? Seitdem müsste man doch eigentlich ein super Standvorgewicht haben. Nee, das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, Recht auf Rausch gibt es nicht. Ja. Das hat das Oberlandesgericht gesagt. Ach so. Nee, das hat das Landgericht in Lübeck hat das gesagt. Genau. Neskowitsch hat das gesagt, ja, und hat eine Vorlage ans Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt kein Recht auf Rausch. Aber haben die nicht den Gesetzgeber angehalten, die Rechtsgrundlagen zu ändern? Oder? Nee, nicht zu ändern. Also die haben erstmal die Gerichte dazu angehalten, sie sollen, wenn eine geringe Schuld vorliegt, von den Einstellungsmöglichkeiten Gebrauch machen. Sie sollen, ja, was immer das heißt. Und haben ihnen gesagt, dass wenn der Stand der Wissenschaft sich verändert hat und jetzt auch in Abständen zu prüfen und soll geprüft werden, dann die wissenschaftliche Erkenntnis so verändert hat zu Cannabis, dann kann der Gesetzgeber auch entsprechend die gesetzlichen Bedingungen verändern. Und ich meine, daran angeschlossen hat sich ja die Gleiber-Studie. Seehofer als Gesundheitsminister hat dann den Professor Gleiber in Berlin beauftragt, eine Studie zu machen. Die hat ihm gezeigt, Cannabis wird überwiegend genussorientiert und nicht abhängig und so weiter und vernünftig konsumiert. Ganz vereinfacht gesagt. Aber daraufhin hat ja das Land Schleswig-Holstein dann auch eine Initiative gestartet, Cannabis über Apotheken damals in den Verkehr zu bringen an Lisa. Nur daraufhin hat die Bundesregierung wieder geblockt. Das Ganze ist dann versandet. Wichtig wäre auch zu sagen, dass die Kleiberstudie mehrere Jahre in verschlossenen Schubladen gehalten wurde, weil die Ergebnisse nicht opportun der schwarzen Bundesregierung waren. Okay. Ja. Das meistens. Ja. Machen wir weiter. Die Farbe ist doch völlig egal. Und auch jetzt werden die es einfach machen und da helfen sämtliche Begründungen und irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse herzlich wenig. Ja, man setzt sich darüber hinweg. Ja, ist völlig egal. Ja.
Okay, aber jetzt um hier nochmal, weiß ich, ob das rechtliche, der rechtliche Rahmen interessiert. Ja? Das ist ja eigentlich der Grund, wieso wir uns in Frankfurt getroffen haben. Ja? Wir mussten also jetzt entscheiden, das ist ein Arzneimittel oder das ist ein Lebensmittel. Ja? Und die Staatsanwaltschaft und die Gerichte letztendlich haben sich dann immer auf § 2 Absatz 1 Satz 5 Arzneimitteldefinition berufen. Demnach ist ein Arzneimittel zum Stoff und Zubereitung von Stoffen, die dazu bestimmt sind, durch Anwendung am oder im menschlichen oder tierischen Körper Beschaffenheit, den Zustand und die Funktion des Körpers oder seelischer Zustände zu beeinflussen. Ja? Sagt § 2. Ja? Ja? Demnach passt alles in Arzneimittel, auch Alkohol. Ja? Oder auch fast alle Lebensmittel verändern den körperlichen Zustand. Ja? Und diesen Satz 5 muss man, wenn man das jetzt formal macht, wenn man das richtig macht, nach alten Abgrenzungsprozedere, wie es Bundesgerichtshof und Oberlandesgerichte vorgegeben haben, wie ist das Bild bitte? Von § 1 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz abgrenzen. Lebensmittel im Sinne des Lebensmittels, im Sinne des § 1 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-Gesetz sind Stoffe, ich weiß nicht, ob das jetzt noch kommt auf einer der nächsten Folien, die zum Zwecke der Ernährung und des Genusses verzehrt werden, steht da drin, in § 1. Ja? Und früher galt eben dieses Regelausnahmeverhältnis, man muss erst prüfen, ob ein Stoff ein Lebensmittel ist, also ob es zum Zwecke der Ernährung und des Genusses verzehrt wird, dann konnte es kein Arzneimittel sein, dann konnte dieses Präparat kein Arzneimittel sein. Also wenn der Lebensmittelcharakter positiv festgestellt war, dann galt das 5 des § 2 Arzneimittelgesetz nicht. So musste man damals vorgehen. Ja. Habe ich auch gemacht, habe eben gesagt, es wird zum Zwecke des Genusses verzehrt, habe es 50 Seiten begründet und damit war sozusagen Satz 5 nicht mehr relevant. So muss man das früher machen. Ja. Mir ist allerdings aufgefallen, während ich dieses Gutachten geschrieben habe, ja, dass mittlerweile sich die Gesetzeslage fundamental verändert hat. Ja. Heute gelten nämlich diese nationalen Gesetze gar nicht mehr, die gelten nicht mehr, sondern es gelten europäische Richtlinien, ja, die zum Teil auch schon im nationalen Gesetz umgesetzt worden sind. Ja. Merkwürdigerweise, ich meine, ich bin kein Jurist, ich bin Apotheker, war ich der Einzige im ganzen Verfahren, dem das aufgefallen ist, dass hier nach Gesetzen beurteilt wird, die gar nicht mehr gelten. Ja. Anzuwenden sind europäische Gesetze und Richtlinien. Ja. Unter allen Urteilen stehen die falschen Gesetze drunter. Definitiv. Ja? Also sowohl am Amtsgericht als auch am Landgericht steht das falsche, nicht mehr gültige Gesetz drunter. Ja? Und ich meine, ich habe dann auch in der zweiten Instanz vehement darauf hingewiesen, dass es gar nicht mehr gilt. Ja? Die allgemeine Definition nach sozusagen deutschen Arzneimittelgesetz, sondern hier gilt die europäische Definition nach europäischer Richtlinie, die kommt gleich. Und der Staatsanwalt hat dann ist mir dann ins Wort gefallen, hat gesagt, lassen Sie mich doch in Ruhe mit dem blöden Krams. Der Staatsanwalt hat das geltende Recht ja, als blöden Krams bezeichnet, weil es eben nicht entpasst. Einen Kram hast, weil das gar nicht versteht. Es sind sehr viele Richtlinien, die miteinander spielen und sehr viele Regelungen. Ja. Das damit, die wollten nur auf diesen einen kleinen Satz abzielen. Dann haben sie auch durchgezogen. So. Ja. Das ist eine krasse Sache. Ja. Ich habe mich nur gewundert. So, ja, ich habe noch eine Frage. Ja? Diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die ja natürlich auch so im fließenden Übergang zum Medikament sind, ein bisschen zu Tribulus terrestris und Kreatin und Pipapo, was man gut als Medikament sehen könnte, die gehen dann auch alle unter Genuss und Ernährung, ja? Naja, wird jetzt auch Richtung diätetische Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel zu unter bestimmten
medizinischen Gesichtspunkten noch geurteilt. Also das wird jetzt zurzeit auch alles neu umgewälzt. Mhm. Da werden neue Richtlinien und Gesetze verfasst. Nein, ich schätze mal, dass... Also die gibt es auch schon. Es gibt eine europäische Richtlinie für Nahrungsergänzungsmittel, die sagt, welche Stoffe prinzipiell Nahrungsergänzungsmittel sein können, was Nahrungsergänzungsmittel sind. Das sind im Prinzip Lebensmittel in Form und Gestalt, die in Gestalt von Arzneimitteln daherkommen, also Pillen, Kapseln, Formen und Lösungen und so weiter, was dann alles gibt. Ja. Es wird so pauschal gesagt, was so ungefähr der Zweck ist. Ja. Und dann werden bestimmte Gruppen aufgeführt. Ja. Und also Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Da gibt es dann schon genaue Regelungen, bis wann die als Nahrungsergänzungsmittel gelten. Und dann gibt es eben auch noch pflanzliche Stoffe, sonstige pflanzliche Stoffe. Ja. Da kann im Prinzip alles drunter fallen. Ja. Auch Salvia? Im Prinzip, wenn du Salvia in Kapseln gibst, dann wäre das, würdest du das auch als Nahrungsergänzungsmittel bezeichnen. Ja. Da gibt es keine positive oder negative Liste bei diesen sonstigen Stoffen. Und der europäische Gesetzgeber will da weiterhin aktiv sein. Und, will uns das sagen? Das ist definitiv so. Aber es gibt ständig da Probleme, auch bei Sachen, die ideologisch jetzt gar nicht so, das ist ja wirklich ideologische Geschichte, sondern die vielleicht eher so einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Zum Beispiel das Oberlandesgericht in München sagt, Zimt in Kapselform ist kein Arzneimittel, auch wenn man sagt, es senkt den Insulinspiegel, es senkt den Blutzuckerspiegel. Das ist die Wirkung, die dem zugeschrieben wird, sondern es ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und das Oberlandesgericht in Lüneburg sagt, aufgrund der deklarierten blutzuckersenkenden Wirkung ist es kein Nahrungsergänzungsmittel, sondern ein Arzneimittel. Also da gibt es Spielräume, weil ich dir genau sagen kann, warum das OLG in Lüneburg falsch liegt. Die haben ein falsches Modell von pharmakologischer Wirkung. Aber man würde trotzdem niemanden versuchen, ein halbes Jahr auf Bewährung Knast aufzubrummen mit 50.000 Euro wegen Zinnkapseln. Nee, das sind genau, da hast du komplett recht. Das sind alles Zivilprozesse. Das sind keine Strafprozesse, sondern in der Regel ist es so, da gibt es einen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, da gibt es die Interessen der Pharmaindustrie, die sind gebündelt in so bestimmten Interessensvereinigungen und klagen dann gegen die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. So läuft das. Mhm. Weil rein wirtschaftlichen Interessen. Und das sind keine Strafverfahren, das sind Zivilprozesse. Und hier sind wir auch immer im Strafrecht noch mit drin. Mhm. Wo ja eigentlich auch noch gelten sollte, dubio pro Angeklagter, alles außer Kraft gesetzt. Hier ist auch Pharmaindustrie sehr schwer in dubio. Okay, wenn jetzt die Pharmaindustrie gegen die Lebensmittelindustrie klagt, was es eben gibt, hat früher die Pharmaindustrie immer gewonnen. Ja. Mittlerweile auch gerade aufgrund europäischer Vorgaben nicht mehr. Gerade in Deutschland wurde immer pro Arzneimittel entschieden. Und die Bundesrepublik Deutschland ist jetzt verurteilt worden vom Europäischen Gerichtshof, im Fall Knoblauchkapseln. Knoblauchkapseln als, die ist angeklagt worden vom Europäischen Generalstaatsanwalt. Knoblauchkapseln sozusagen jetzt endlich auch in Deutschland als Lebensmittel gelten zu lassen. Und diesen Prozess hat Deutschland gegen Europa sozusagen verloren. Aber das ist nicht ideologisch, das ist wirtschaftlich. Das ist wirtschaftlich. Bei uns ist die Pharmaindustrie eben sehr stark. Macht den Umsatz in der Arbeit. Und das Lebensmittelrecht war nicht so stark ausgeprägt. Und auch die Vertretung und die Anwälte waren bisher vielleicht noch nicht so in Stellung gebracht. Und das hat sich aber jetzt verändert. Ich würde als was Sie denn als Apotheker verhalten, medizinische Wirkstoffe zum Beispiel in Lebensmittel einzuarbeiten, was das kompletten Sinn machen würde, als Sie, sagen, so als Tabletten zu nehmen oder so.
vielleicht mehr Sinn machen würde, als das bewusst eine Tablette und so die Psychosomatik halt noch ein bisschen zu verstärken dadurch. Und so. Also, das vielleicht Sinn macht, glaube ich, oder nicht. Also, mit medikamentösen Wirkstoffen halt nicht als Tabletten oder irgendwie zwar vorhin halt irgendwie, weiß nicht, so eine Kette aufzumachen, wo dann halt Brötchen verkauft werden oder Öl verkauft werden. So. Okay, so spontan würde ich erstmal sagen, na, ist mir das suspekt, muss ich mal ganz klar sagen. Ja, damit man halt diesen psychosomatischen Kreislauf irgendwie wegkriegt. Also, dann fühlen sich halt die Menschen, die diesen Wirkstoff genommen haben, dann nur noch dann gehalten, wenn sie halt diese Tabletten nehmen. Und wenn sie sie nicht mehr nehmen, dann geht alles wieder sozusagen zurück und ist es eigentlich schon an. Den nutzt man ja sogar aus, also den Placebo-Effekt, ja. Dass wenn man die Tabletten nimmt, sogar eine Wirkung einträgt, obwohl die wirkstofffrei waren. Das ist doch eigentlich positiv. Als man sich denken würden oder behalten oder irgendwas ähnliches. Irgendwie Sinn machen könnte. Also das würde es für problematisch und möglicherweise auch für gefährlich halten. Ja. Weil also jetzt anerkannte Wirkstoffe ja häufig hochwirksam sind, auch mit Nebenwirkungen behaftet sind und nicht so konsumieren sollen wie eine Banane oder ein Bonbon oder sowas. Ja. Sondern man soll ja schon die Unterscheidung haben. Aber durch den Prozess des Verdauens wird ja eigentlich der Kreislauf und der ganze Organismus immer mehr gefordert und kommt mehr ins, wie soll ich sagen, in einen höheren Kreislauf, sodass eigentlich die, der Wirkstoff so auch besser verarbeitet wird. Also der Wirkstoff ist schon, man versucht das ja sehr standardisiert hinzukriegen und immer gleich möglichst und sehr steuerbar. Da hat sich im Laufe der letzten, ich weiß nicht, also der ganzen Pharmaziegeschichte haben sich eben bestimmte Formen herausgebildet, die da wirklich schon super optimal sind, Wirkstoffe in den Körper reinzubringen. Ja. Das ist wirklich sinnvoll, dass es da Pflaster gibt, also so transdermale Systeme oder Salben oder Kapseln, die vielleicht erst im Darm zerfallen und langsam zerfallen. Das gibt ja das ist wirklich sehr raffiniert und auch alles, vieles ist auch sinnvoll. Ich bin hauptsächlich so durch die Leber und die verarbeitet erstmal die wir kommen jetzt natürlich, das ist ein anderes Thema. Ich will noch einen Satz dazu sagen, also wo du natürlich recht hast, das muss man ganz klar sehen, ist, dass Lebensmittel auch gesundheitsbezogen ganz starke Wirkung haben. Ja, das ist wahr. Also durch Fehlernährung kann man sich extrem schaden und durch gute Ernährung kannst du gesundheitlich ganz stark profitieren. Und häufig viel mehr profitieren oder ein wenig viel mehr schaden als durch die Arzneimittelgabe. Und das wird häufig völlig unterschätzt. Und da gibt dir recht. Aber trotzdem würde ich es trennen. Soweit es geht. Warten wir mal, vielleicht eventuell aus einer Sicht von Peter vielleicht mehr Sinn machen könnte oder nicht. Also jetzt Methode. Okay, allerletzter Satz, was es in Zukunft häufiger geben wird, ist durch genveränderte Lebens- oder Pflanzen, zum Beispiel oder auch Tiere, dass man in Tieren oder Pflanzen bestimmte Arzneistoffe, sagen wir mal, regelrecht züchtet. Aber um sie dann da rauszuholen, zu extrahieren und in die üblichen Formen zu bringen. Wenn man, ich glaube, molekular farmen. Das ist dann eine Anschauungssache. Das ist auf jeden Fall mit Risiken behaftet. Ich meine, das Klonen an sich ist nicht sehr. Er ist schuld. Er hat die ganzen Techniken entwickelt. Molekularbiologe. Ist der Böse. Er hat nicht die Techniken entwickelt, sondern ganz andere Forschungen im Bereich der Medizin tätig. Okay. Ja, das ist okay. Okay, aber ich würde sagen, machen wir jetzt hier einfach weiter. Ein bisschen trockenen Jura-Kram. Okay, mittlerweile gibt es die europäische Lebensmittelbasisverordnung, alle Stoffe überzeugen sich, dass sie bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie von Menschen aufgenommen werden, sind Lebensmittel. Sehr, sehr weitgehende
Lebensmitteldefinition haben wir mittlerweile. Das ist die gültige Lebensmitteldefinition. Ja? Und die ist umgesetzt durch das nationale Lebensmittel- und Futtermittelgesetz. Ja? Also demnach werden fast alles jetzt Lebensmittel. Luft ist ein Lebensmittel, Wasser ist ein Lebensmittel, natürlich auch alle Arzneimittel werden da jetzt Lebensmittel nach der Definition. Ja? Wenn man so weitgehend definiert, muss man eben Ausnahmetatbestände ebenfalls definieren, die kommen jetzt in der nächsten Liste. Und ausgenommen davon sind eben Futtermittel, Arzneimittel, kosmetische Mittel, Tabak und Tabakerzeugnisse, Betäubungsmittel, psychotrope Stoffe, und zwar nur dann, wenn sie in den Anhängen zu dem internationalen Suchtstoff eintragen. Übereinkommen aufgelistet sind. Ja. Dann sind sie keine Lebensmittel mehr. Ja. Und das ist sozusagen jetzt das Regelwerk, was moderne Abgrenzung zwischen Lebensmitteln und Arzneimitteln vorgibt. Heute muss man also gucken, ist ein Stoff ein Arzneimittel? Und wenn ein Stoff ein Arzneimittel ist, dann kann es kein Lebensmittel mehr sein. Ist es das nicht? Ja, treffen die anderen Kriterien auch nicht zu, dann ist es ein Lebensmittel, wenn es vom Körper aufgenommen wird. Ja? So muss man heute vorgehen. Okay, dann muss man fragen, was ist ein Arzneimittel und was ein Arzneimittel ist. Es wird eben auch durch europäische Richtlinien vorgegeben und nicht mehr durch das nationale Arzneimittelgesetz. Und Arzneimittel, um es mal auf den Punkt zu bringen, sind eben Stoffe, die aufgrund einer pharmakologischen Wirkung eine Veränderung verursachen im Körper erzähle. Ja, aufgrund einer pharmakologischen Wirkung. Ja. Jetzt ist die Frage, was ist eine pharmakologische Wirkung? Ja. Das klingt bisher alles ganz logisch so. Ja. Glaubt man ja auch, alles zu verstehen bis dahin. Ja. Und jetzt streiten sich eben die Experten, nachdem dieses Europarecht in Kraft gesetzt worden ist, was ist eine pharmakologische Wirkung? Ja. Daran wird heute der Arzneimittelbegriff aufgehängt. Weil dazu gehören ja auch Psychotropen, Wirkstoffe. Das ist die Frage. Ja. Hat Alkohol eine pharmakologische Wirkung? Ein wirklicher. Ja, und ich meine, so einfach ist es natürlich nicht. Ja, klar, natürlich. Jetzt musst du eben in die Literatur gehen, auch in die Gerichtsentscheidungen gehen. Aber so sind Medikamente ja auch, die sind ja auch so, haben wir ja auch so einen Zwiespalt. Die sagt, einerseits sind die wirkungsvoll und andererseits schaden sie halt der Leber und es ist ja dann auch irgendwo dann nicht mehr toll. Dann muss man wieder Medikamente nehmen, die bis dann wieder entgegengesetzt sind. Ich muss irgendwie stark sind. Manchmal hoch. Also habe ich das ein sehr guter Einwand. Auch pharmakologisch löst, aber Medikamente können toxikologische, also wichtige Nebenwirkungen haben. Ja. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Auch zur Abgrenzung von Genuss. Ja. Okay. Also die pharmakologische Wirkung. Ja. Und da muss man eben fragen, was ist das? Dies ist gesetzlich nicht definiert, man nennt das also einen unbestimmten Rechtsbegriff. Und da gibt es eben zwei Tendenzen. Ja. Und dazwischen ist es irgendwo aufgehängt, nämlich jegliche Wechselwirkung einer biologisch wirksamen Substanz mit körpereigenen Strukturen ist eine pharmakologische Wirkung. Ja. Dann hat auch jedes Lebensmittel pharmakologische Wirkungen, ja, der Alkohol sowieso, Koffein natürlich auch. Ja, aber damit wäre dann die Abgrenzung nicht mehr zu den Lebensmitteln zu packen. Ja. Ja, und es gibt eine andere Tendenz, die sagt eben, der pharmakologischen Wirkung ist ein therapeutisches Potenzial immanent. Naja, ich habe so das Gefühl, dass psychotropische Drogen sehr viel Potenzial freisetzen. Die dann bitte, deine Meinung ist ganz toll und so, aber ich würde mir jetzt gerne den Vortrag weiter anhören. Ja, also ja klar, aber wenn ich schon Fachmann von mir habe, dann will ich es auch gerne aus. Okay, also ich beantworte gerne nachher auch alle Fragen. Ich wollte es ein bisschen flüssig halten. Ja? Entschuldigung. Ich werde es einfach so ein bisschen runterspulen und dann geht es schneller. Und einige Fragen, die du gestellt hast, die ja auch wirklich gut sind und berechtigt sind, werden auch gleich beantwortet. Dann machen wir mal weiter. Okay. Und mittlerweile gibt es auch eine Oberlandesgerichtsentscheidung, was unter einer pharmakologischen Wirkung zu verstehen ist. Und das Oberlandesgericht Nordrhein-Westfalen sagt eben auch, dass einer pharmakologischen Wirkung ein therapeutischer Zweck immanent sein muss. Ja? Das
das ist Wesen der pharmakologischen Wirkung, das ist der therapeutische Zweck. Und das ist eben zur Verhütung, Heilung und Linderung bestimmter Krankheiten, die ist da. Ja. Und dieses OLG-Urteil wurde mittlerweile vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt. Auch dazu gehe ich in meinem Gutachten auf 20 Seiten ein. Aber was ist das, was sagt die eine Seite, was sagt die andere Seite? Es war dem Gericht scheißegal, sage ich mal. Und weiter? Okay, ich habe jetzt hier noch einen gewissen neuen Begriff eingeführt. Darüber kann man sich streiten, ob es strategisch geschickt ist. Ja, einen unbestimmten Rechtsbegriff wie der pharmakologischen Wirkung von einem anderen unbestimmten Rechtsbegriff, den ich hier Genusswirksamkeit als Genusswirksamkeit bezeichne, abgrenzerisch zu definieren. Ja, aber ich finde es logisch. Also zum Beispiel das Bundesinstitut für Risikobewertung, was eben auch Lebensmittel bewertet, schreibt, bestimmte Wirkungen auf das zentrale Nervensystem werden abhängig von der persönlichen Einschätzung als erwünschte pharmakologische Effekte alkoholischer Genussmittel angesehen. Ja? Wir sprechen hier von pharmakologischen Effekten von Genussmitteln. Ja? Das Problem, was die jetzt kriegen würden, bei so einer Aussage, ist das pharmakologische Effekt laut EU-Richtlinie, die absolut geltend ist, ist gleich Definition oder definiert gleich Arzneimittel. Ja? Demnach wären alle alkoholischen Getränke, weil sie ja eben pharmakologische Effekte zeigen, Arzneimittel. Und das geht nicht. Ja? Also habe ich gesagt, Alkohol hat keinen pharmakologischen Effekt, sondern den Effekt muss man eben in Abgrenzung zur Arzneimitteldefinition jetzt irgendwie anders bezeichnen. Und ich bezeichne ihn eben als Genusswirksamkeit. Warum steuert man nicht? Und sage eben, okay, Arzneimittel sind definiert durch ihre pharmakologische Wirkung, Nahrungsmittel durch ihre ernährungsphysiologische Wirkung, Gifte, Gefahrstoffe durch ihre toxikologische Wirkung und Genussmittel durch diese Genusswirksamkeit. Okay, da sind wir jetzt bei einer weiteren Schlüsselfrage, wo sich das Gericht auch vollkommen herumgewurschtelt hat, ja, sie überhaupt nicht angegangen sind, was ist eigentlich Genuss, ja, und was versteht man unter Genuss? Ja, das ist nicht so einfach. Ganz wichtig eigentlich der Genussbegriff oder auch der Genussmittelbegriff, sonst auch der Prozess, aber auch in anderen Zusammenhängen ist der Genussbegriff extrem wichtig und der wird zunehmend eine größere gesellschaftliche Relevanz bekommen. Auch eine durchaus auch in der Medizin wird er mehr Relevanz bekommen. Ja? Aber trotzdem muss man sich natürlich fragen, was ist Genuss? Ja? Und wenn man sich die ganze Literatur zu Genuss durchforstet, wird man feststellen, es gibt naturwissenschaftliche Literatur dazu, kulturwissenschaftliche Literatur, ja, ist auch natürlich auch ein kultureller Moment geht damit ein, ja, was als Genuss und als Genussmittel sozusagen gilt. Es gibt sozialwissenschaftliche Literatur dazu, aber ich würde sagen, das, was den Kern von Genuss fasst, das ist die psychologische Literatur. Ja. Es gibt einen Psychologen von der Philipps-Universität in Marburg, der sich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt hat, der heißt Rainer Lutz. Der hat eben so ein Standardwerk geschrieben, schon in den 80er Jahren, Genuss und Genießen, ja, zur Psychologie des genussvollen Lebens und Handelns. Und der sagt eben, es gibt drei definitorische Aspekte von Genuss. Genuss ist sinnlich, Genuss ist lustvoll und Genuss ist reflexiv. Ja. Also reflexiv meint die Fähigkeit, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen und bewusst zu erleben. Ja. Also es ist etwas, was zeigt, dass es eine bewusste Handlung ist, sich einem Genuss hinzugeben. Und das unterscheidet Genuss zum Beispiel einfach vom Konsum. Ja? Wenn ich etwas konsumiere, vielleicht einfach in mich hineinstopfe, dann tue ich das möglicherweise, weil mich die Lebensmittelindustrie oder die Arzneimittelindustrie oder wer auch immer
dahin manipuliert hat. Ja, oder weil ich es ja, aus bestimmten Gründen, weil ich es nicht gelernt habe zu genießen. Ja, konsumiere ich das, stopfe es in mich rein. Ja, und da kriegt man dann auch die Abgrenzung hin, dann wegen zur Sucht, zur Abhängigkeit, ja, die ja so einen Moment der Zwanghaftigkeit beinhaltet. Ja. Es ist niemals zwanghaft, ja, sondern ist immer eine selbstständig gesteuerte, bewusst gesteuerte Handlung. Ich glaube, es ist so klar. Ja. Und also ich habe es mal hier so klar gemacht, es gibt Genuss, ja, ist eine psychologische Kategorie, gibt bei uns im Gehirn vor allem statt, es hat was mit Bewertung zu tun, mit subjektiver Bewertung, es ist sinnlich, lustvoll, reflexiv, bewusstes Handeln. Ja. Aber es gibt zwei weitere Voraussetzungen, dass sich Genuss bei uns entfalten kann. Ja. Das eine ist die Genussfähigkeit. Ja. Um genießen zu können, muss man genussfähig sein. Das ist eine individuelle Kompetenz, die man erlernen kann, individuell oder auch in sozialen Gruppen erlernen kann. Und das Erlangen von Genussfähigkeit ist übrigens ein ganz wichtiges Instrument in der Suchtprävention. Ja. Also Suchtprävention versucht ja sozusagen, also moderne Suchtprävention versucht ja, Leute dazu zu befähigen, wenn sie mit psychoaktiven Substanzen umgeht, oder auch die anderen Genussmittel auch, diese eben kontrolliert zu gebrauchen, ja? Reflektiert zu gebrauchen, durchaus auch sinnlich lustvoll zu gebrauchen. Ja? Und das ist eine Kompetenz und das ist eine Sache, mit der sich die Sozialwissenschaften sehr intensiv heute auseinandersetzen sollten. Bestimmte Gruppierungen innerhalb der Sozialwissenschaften setzen sich damit auseinander und letztendlich, ich denke mir, jeder, der ernsthaft sich so in diesem Präventions-, Suchtpräventions-, der Diskussion drin befindet, dem ist klar, das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Suchtprävention. Nicht mehr Suchtprävention war früher, ja, totale Vermeidung jeglichen Kontakts mit Substanzen, ja, davon hat man sich gelöst und das sind die Strategien, die man heute versucht, dann zu vermitteln. Okay, und dann gibt es eben neben dieser sozialen Kompetenz, sage ich mal, eben auch die biologischen Voraussetzungen. Ja? Das ist das, was ich als Genusswirksamkeit bezeichne. Ja? Das sind die biologischen Voraussetzungen, also dass eine bestimmte Substanz an eine bestimmte Struktur im Körper andockt und da eben irgendeine Wirkung entfaltet, die man genießen kann, die genießbar ist. Ja? Das ist so das Modell, das ich auch so darlege und vertrete. Ja. Es zeichnet sich ab, ja, in dem Verfahren ab, ja, dass die Gerichte und auch die Verteidigung sich sehr auf die naturwissenschaftliche Seite hin bewegt, bei der Definition, was ist Genuss und wie ist ein Genussmittel definiert. Ja. Also weniger, die löst sich so ein bisschen von dem eigentlich Kernthema, was ist Genuss, wie kommt es bei uns im Bewusstsein an, ja? Sondern sie macht es jetzt gleich ein bisschen einfach, finde ich, aber das hat auch irgendwas mit gesellschaftlicher Wertigkeit von wissenschaftlichen Disziplinen zu tun und fokussiert sich doch sehr auf die biologischen Aspekte. Ja. Okay. Ja. In meinem Modell sage ich eben, wenn man jetzt pharmakologische Wirkung von Genusswirksamkeit abgrenzen will, und das müssen wir hier tun, um zu sagen, wenn wir die Frage beantworten wollen, ist es eine Genussmittel oder ein anderes Substanz, ist es ein Genussmittel oder ist es ein
ein Arzneimittel. Ja? Da lege ich hier zwei Prüfkriterien an, ja? Die sozusagen erfüllt sein müssen, um letztendlich Kriterien definieren zu können, mit denen wir das eine als pharmakologische Wirkung und das andere als Genusswirksamkeit spezifizieren. Ich finde eben zwei Beispiele aus der Praxis, mit denen kann man das sozusagen testen. Ja? Ich sage, die psychische Berauschwirkung alkoholischer Getränke ist keine pharmakologische Wirkung. Das muss in so einem Modell sozusagen klar eben herauskommen. Und Koffein, ein Beispiel Koffein möchte ich sozusagen erklärt wissen, dass es zum Beispiel eine Konzentration von 200 Milligramm, dass es sowohl ein Arzneistoff sein kann, als auch der wertgebende Bestandteil eines Genussmittels sein kann. Zum Beispiel eines Espressos oder so. Ja? Also ein Modell, mit dem ich diese Abgrenzung vornehmen will, muss die beiden Dinge erklären können. Ja? Und das Modell kommt jetzt. Ich diese Abgrenzung vornehme. Ich sage eben, es gibt einen physiologischen Normalzustand. Ja? Vielleicht würde ich jetzt hier sitzen. Ja, der ist natürlich individuell sehr verschieden und letztendlich definiert sich jeder auch selber. Es gibt einen dysfunktionalen, möglicherweise krankhaften Zustand, ja? Und es gibt einen stimulierten, zum Beispiel rauschhaften Zustand. Ja? Diese drei Zustände definiere ich, ja? Und sage, wenn ich jetzt vom physiologischen Normalzustand in Richtung stimulierten Zustand gehe, dann ist das, wird das ermöglicht durch eine Wirkung, die ich eben als genusswirksam bezeichne. Wenn ich durch eine Substanzexposition im physiologischen Normalzustand Richtung dysfunktionalen Zustand bewege, dann ist es eine toxikologische, also eine giftige Wirkung. Und wenn ich diesen dysfunktionalen Zustand wieder in den physiologischen Normalzustand hinbewege oder zumindest mal stabilisiere, dann spreche ich von einer pharmakologischen Wirkung. Das ist für mich sozusagen das Grundmodell, ja, weil der europäische Gesetzgeber jetzt eben die ganzen Abgrenzungsprozedere anhand dieser, ich sag mal, biologischen Wirkungen oder Wirkungen, die Wirkkategorien sozusagen aufgehängt hat. Ja. Dahinter steht natürlich die Zweckbestimmung. Ja. Und die Zweckbestimmung ist das, was sich ja jetzt zurzeit auch zumindest mal hier in der nationalen Rechtsprechung durchzusetzen scheint. Also, die steht aber in keinerlei Widerspruch zu diesem Modell. Ja? Also, wenn ich sage, die Zweckbestimmung ist die Heilung eines krankhaften Zustands, einer bestimmten Krankheit, so hat das ja das Oberlandesgericht in NRW sozusagen formuliert und das Bundesverwaltungsgericht hat diese Formulierung ja auch übernommen. Dann ist das eben eine pharmakologische Wirkung. Und über Genusswirksamkeit hat sich bisher noch kein Gericht Gedanken gemacht, da muss sich jetzt das Oberlandesgericht in Frankfurt mit auseinandersetzen. Ja. Ganz kurz zum Abschluss. Ja. Also das ist jetzt das offene Verfahren. Jetzt zum Abschluss für mich noch das betäubungsmittelrechtliche Einstellungsverfahren, was über den ganzen Prozess ja auch schon geklebt hat, geschwebt hat und was ja heute offensichtlich, ich weiß es nicht, seine Vollendung sozusagen gefunden hat, nämlich Salbe-Norm in die Anhänge des Betäubungsmittelgesetzes. Hast du so einen Flyer verteilt? Hast du welche mit? Nee. Also ich habe hier ein paar Flyer noch mit von der Demo. Wir hatten ja heute eine Demo vor dem Bundesrat. Ja, also das Betäubungsmittelgesetz ermächtigt eben die Bundesregierung nach Anhörung bestimmter Sachverständigen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrats, also genau der Punkt, der heute vollzogen worden ist, die Anlagen 1 bis 3 BGB zu ergänzen, wenn es erforderlich ist. In § 1 Betäubungsmittelgesetz gibt es ein paar Kriterien vor, wann ein Stoff überhaupt ein Betäubungsmittel sein kann.
Das war erstes Kriterium, das ist hervorragende Abhängigkeit. Zweites Kriterium ist, dass wegen des Ausmaßes der missbräuchlichen Verwendung kann Stoff zu einem Betäubungsmittel erklärt werden. Und drittens, wegen der mittelbaren oder unmittelbaren Gefährdung der Gesundheit. Ja, tut das halt ja die Norm. Das frage ich mich. Das wiederum, diese Frage hat sich der Bundesregierung sozusagen weitergegeben, da hat sie der Bundesregierung weitergegeben, indem die grüne Bundestagsfraktion, bündnisgrüne Bundestagsfraktion, eine parlamentarische Anfrage zum Komplex Salvia-Norm gemacht hat. Und genau diese Kriterien auch abgefragt hat. Ja? Wie ist es denn? Was wisst ihr über die Verbreitung? Was wisst ihr über therapiebedürftige Konsumenten? Gibt es Schadensfälle? Ja, solche Fragen haben wir gestellt. Ja, was sagt die Bundesregierung zur Verbreitung? Es liegen der Bundesregierung keine Prävalenzdaten zu Salvia-Norm vor. Die Entwicklung wird allerdings beobachtet, um frühzeitige Risiken zu erkennen. Studien zu Abhängigkeitsrisiken wären aufgrund der sehr geringen Konsumentenzahl kaum durchführbar. Ja, also ist sie sogar ein bisschen widersprüchlich, als sagt sie, sie wissen gar nichts. Dann gehen sie davon aus, es sind sehr geringe Konsumentenzahlen. Der Betäubungsmittel-Sachverständigenausschuss hat eine Erklärung mit dem Hinweis auf eine wachsende User-Gemeinde begründet. Woher diese Erklärung kommt, wurde allerdings uns nicht mitgeteilt. Also offiziell, ich war ja dann, wie gesagt, und haben die Internetbeobachtungen gemacht und haben festgestellt, dass Seiten, Internetseiten mit dem Titel Salvia Divinorum, das kann man nämlich über Google ganz schnell nachgucken, in den letzten Jahren vermehrt angeschrieben wurden. Und daraus haben die geschlossen, dass ein zunehmender Konsum von Salvia Divinorum wird. Ich habe das aus zweiter oder aus dritter Quelle. Ich kenne jemanden von Akzept.tv, der war da zwar nicht dabei, aber der kennt jemanden, der war direkt bei dem Gutachtergremium, der war Gutachter. Da weiß ich nichts. Das ist auch eine Presseerklärung von Akzept.tv, die das auch so drin. Okay. Also, eine Spekulation. Keine validen Daten. Weiter an. Was weiß die Bundesregierung denn zu Schadensfällen? Ja. Müssen ja erstmal an Landesoberbehörden, Gesundheitsoberbehörden noch anfragen, sind Schadensfälle aufgetreten im Zusammenhang mit einer Substanz, die ins Betäubungsmittelgesetz soll. Ja, offensichtlich ist da keiner aufgetreten. Hierzu liegt der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor, weil die entsprechenden Daten nicht erhoben werden. Die wissenschaftliche Datenlage ist insgesamt unzureichend. Somit ist eine abschließende toxikologische Bewertung nicht möglich. Da stimme ich voll mit überein, das schreibt auch Ferres in seiner Stellungnahme. Da es sich um Halluzinogen handelt, muss man davon ausgehen, dass der Konsum von Salvia auch die für Halluzinogene typischen Risiken nach sich ziehen kann. Also so ein reiner abstrakter Konstrukt ist das. Aufgrund immerhin derer eine unbestimmte Zahl von Konsumenten jetzt kriminell sind, per Bundesratsbeschluss. Im Bundesregierungsbeschluss. Ja, machen wir die nächste Seite. Ja, dann Abhängigkeit. Hierzu liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor, weil die entsprechenden Daten nicht erhoben werden. Bei Halluzinogenen besteht die Gefahr einer psychischen Abhängigkeit mit dem Wunsch, den erlebten Rausch immer wieder herbeizuführen. Das muss man sehr kritisch hinterfragen, ja, weil das ist im Prinzip ja nicht das Kriterium der Abhängigkeit. Ja. Das kann genauso gut auch Genuss sein. Ja. Die Frage ist eben, also wenn ich was Schönes erlebt habe, dann möchte ich das ja auch gerne wiederholen. Das ist ganz normal. Ja. So andersrum wäre es merkwürdig, würde ich sagen. Es ja. kann natürlich auch zwanghaft werden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, dann wäre es in Richtung Abhängigkeit gehen. Aber das ist noch nicht die Erklärung zur Abhängigkeit. Und zur Abhängigkeit und Therapiebedürftigkeit kann die Bundesregierung nichts sagen. Das ist noch unsere letzte V-Waffe hier. Also
diesen Juristen haben wir jetzt noch eingeschaltet in den Prozess. Ja, das ist so der Crack auf der internationalen Bühne, Abgrenzung als Lebensmittel. Ja, und ist ein Jurist aus Frankfurt, aus einer sehr bekannten Pharma-Lebensmittelrechtskanzlei in Frankfurt, der diese ganzen Gerichtsentscheidungen, OLG-Entscheidungen, Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Europäischer Gerichtshof sozusagen herbeigeführt hat. Ja. Und der ist jetzt mit dem Verfahren drin, und zwar auf unserer Seite. Ja. Und schreibt in seiner Stellungnahme auch nochmal, also nimmt das Urteil auseinander und folgt übrigens voll und ganz meinem Bruder. Ja. Hoffen wir, dass es was nutzt. Ja. Damit bin ich jetzt sozusagen am Ende. Am Ende meiner Ausführung.